Hallo zusammen und herzlich willkommen bei meiner Jahreszeiten-Videoreihe. Ja, schon wieder. Frühling und Regenzeit muss ich immer so kurz nacheinander aufnehmen, weil ich einfach immer viel zu spät dran bin mit dem Frühling und dann muss eigentlich immer direkt das Regenzeit-Video kommen. Aber keine Sorge, es kommen demnächst auch mal wieder andere Videos. Heute rede ich aber darüber, was ich aus der Regenzeit aus Japan nicht vermisse. In dem Video aus der ersten Runde habe ich euch ja bereits erklärt, wie und wann es zur Regenzeit kommt und was das für Auswirkungen haben kann. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann schaut gerne nochmal in das Video rein, es ist hier oben im i verlinkt. Heute starten wir aber direkt in die Liste mit dem Punkt heiß und feucht. Ich wollte erst den Punkt Regen mit auf diese Liste aufnehmen. Jedoch habe ich mir dann gedacht, dass das A zu offensichtlich wäre und B, der Regen an sich eigentlich gar nicht das große Problem ist. Für mich persönlich und ich würde behaupten, für alle Leute, die europäisches Klima gewohnt sind, ist eigentlich die Luftfeuchtigkeit in Kombination mit der Hitze das eigentliche Problem an der Regenzeit. Zu dieser Zeit ist die Luftfeuchtigkeit nämlich stetig und andauernd gefühlt bei 100% und die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad an. Ich könnte es nicht besser formulieren, als Fiona das in meiner Instagram-Umfrage getan hat. Wie kann es so unnormal schwül sein, wenn es in Strömen regnet? In meinem ersten Video habe ich sehr oft erwähnt, dass ich die Regenzeit in Kofu gar nicht so mitbekommen habe. Während meiner Recherche ist mir dann aber eben genau bewusst geworden, dass nicht der Regen diese Zeit dominiert, sondern eben die Luftfeuchtigkeit in Kombination mit der Hitze. Und das habe ich in Kofu sehr wohl wahrgenommen. Aber bevor ich jetzt hier zu viel vorne wegnehme, steigen wir direkt ein in Punkt Nummer 2. Luftfeuchtigkeit oder Schweiß? Wenn man bei gefühlt 100% Luftfeuchtigkeit und selbst nur bei 25 Grad das Haus verlässt, ist man instant nass. Von oben bis unten ist einfach alles feucht. Ich persönlich habe mich dann immer gefragt, ist es die Luftfeuchtigkeit oder schwitze ich gerade so sehr? Kann ein Mensch Kondenswasser bilden? Wo kommt diese ganze Feuchtigkeit her? Das Problem an dieser Frage, Luftfeuchtigkeit oder Schweiß, ist, ich kann sie bis heute nicht richtig beantworten. Ich glaube, dass es eine sehr unangenehme Mischung aus beiden ist. Jeglicher Versuch mit Deo, Styling oder Make-up irgendwas dabei zu retten, ist übrigens auch einfach nur vergebens. Stetig bewölkter Himmel. Obwohl man in der Regenzeit davon ausgehen könnte, dass es nonstop regnet, ist das nicht unbedingt der Fall. Dadurch entsteht aber ein anderes Problem. Es ist ständig bewölkt. Das ist jetzt echt Meckern auf höchstem Niveau, aber für Fotos und Videos ist das halt einfach semi-nice. Aber auch generell finde ich, so ein stetig trüber grauer Himmel ist einfach nicht wünschenswert. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es noch viel heißer wäre, wenn die Wolken nicht da wären. Naturkatastrophen. Glücklicherweise musste ich noch keine Naturkatastrophen während der Regenzeit in Japan miterleben. Ich vermisse diesen Punkt also nicht aktiv nicht. Trotzdem fühlt es sich unvollständig an, eine negative Liste über die Regenzeit zu machen, ohne über Naturkatastrophen zu sprechen. In Tsuyu kommt es durch den vielen Regen verstärkt zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Diese sind mitunter so stark, dass teilweise ganze Städte oder Stadtteile evakuiert werden und durch die Naturkatastrophen dann Hunderte von Haushalten zerstört werden. Leider sterben dabei auch immer wieder Menschen. Und durch den Klimawandel nehmen diese Naturkatastrophen auch immer mehr zu. Wenn ihr im Juni eine Reise nach Japan planen solltet, dann informiert euch bitte umfangreich, welche Region ihr zu dieser Zeit am besten besuchen könnt. Da sich Japan über mehrere Klimazonen streckt, gibt es Regionen, die nicht so stark oder gar nicht von den Naturkatastrophen betroffen sind. In Hokkaido, der nördlichsten Insel Japans, gibt es zum Beispiel die Regenzeit gar nicht. Es ist immer ein bisschen schwierig, ein Video auf so einer negativen Note zu enden. Wenn ihr jetzt unbedingt nochmal was Positives braucht, verlinke ich euch hier das Video, wo ich über die positiven Seiten der Regenzeit rede. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert oder wenn ihr das schon getan habt, lasst einen Daumen nach oben da. Das könnt ihr eigentlich auch immer machen, auch wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.